So, also hier drinnen im Potter Club ist richtig was los inzwischen. Das ist auch sehr schön. Das Heidelberger Bier schmeckt ganz gut. Das Ensinger Wasser, für die, die noch nicht dem Bier um diese Uhrzeit frönen wollen, ist auch mit dabei. Wie gesagt, eine Reihe von anderen Unternehmungen, die auch hier ihre Gäste eingeladen haben. Unter anderem natürlich auch die Bäckerei Mantel. Vielleicht gehen Sie ja morgen, wenn Sie Brötchen mal hin, sagen, Mensch, kann ich im nächsten Jahr auch noch eine Einladung haben? Und dann können Sie vielleicht auch dabei sein, wenn Sie bei der Bäckerei Mantel einkaufen. Natürlich auch die schönen Weine, die man auch heute schon in dieser Zeit trinken kann, von Bordelais, ihren Weinladen in Siegelhausen. Das Ganze wird, wie gesagt, von den schönen Blumen umrandet, die hier von Müller Lebensraum gestellt wurden. Es gibt den Kaffee, den man immer gebrauchen kann, von Kaffeebistro Bar Balthasar in der Bahnstadt in Heidelberg, der auch hier einen Stand drin hat, wo der schöne MGB-Coupé, der MGB-GT mitsteht. Und das Ganze, der ganze Service wird Ihnen geleistet von der Firma Power People, die hier für den Service zuständig sind. Also da mal einen großen Dank an alle die, die hier mit beteiligt sind und die hier mit entsprechend auch dafür da sind, dass Sie einen wunderschönen Nachmittag haben, genauso wie die Firma Neo Solution, die den Ton rüberbringen, und die Firma Epictor, die hier diese Video-Wall aufgebaut hat. Firmen, die unter anderem gerade im Moment in Hannover mit Udo Jürgensen zusammenarbeiten. Das ist ein bisschen schwierig, mit Udo Lindenberg zusammenarbeiten und heute Abend dort auch das Konzert begleiten, aber mit einer zweiten Mannschaft hier auch in Heidelberg, bei der Heidelberg Historik dabei sind. Ja, die Verkehrssituation draußen wird natürlich gerade besser an dem Freitagnachmittag, sodass wir also immer diese Lücken haben. Ich hoffe, Sie können das nachvollziehen. Sie werden auch schon mal Freitagnachmittag hier am Neckarland gefahren sein und gemerkt haben, dass es viel, viel Verkehr gibt. Während hier mit Herrn Mack gerade wieder der Inhaber der Heidelberger Brauerei das Terrain verlässt, kommt ein weiterer top gepflegter, top gereinigter, ohne jegliche Fliegen drauf. Wie machen Sie denn das? Fahren Sie mal so langsam, dass die Fliegen rüberfliegen? Also, Startnummer 96, herzlich willkommen. Ein Pico Bello 190 SL, den wir hier wieder begrüßen können, mit der Startnummer 96. Das sagte ich, glaube ich, schon. Und das bedeutet für mich, dass das Team ist von Arvid Steinmetz, Patricia Steinmetz, die hier mit ihrem Wagen aus dem Jahr 1960 unterwegs sind. Wie gesagt, die Technik des 190er Mercedes, aber mit einer Doppelvergaseranlage von den üblichen 85 auf 105 PS gebracht. Trotzdem eigentlich eher ein Boulevard-Cruiser für den amerikanischen Markt, um zum Sunset Boulevard runterzufahren oder wo auch immer, nach Malibu hin. Denn er war nicht wirklich ein sehr hochdrehender Wagen, er hatte einen dreifach belagerten Motor. Man sollte sich ein bisschen von den hohen Drehzahlen fernhalten, aber dann ist es ein wunderbares, schönes Auto, mit dem man sehr viel Vergnügen haben kann. Viel Spaß weiterhin.